möchte ich einen besonderen Vertreter. Das ist der Herr, den Sie dort links im Bild sehen, den konservativen Soziologieprofessor Reimer Grönemeyer, promovierter Theologe, Ihnen hier vorstellen. Autor des Buches Sterben in Deutschland, Aushängeschild der ehrenamtlichen Hospizbewegung. Grönemeyer gilt als Spezialist für die Gefahren der alternden Gesellschaft und den Generationenkonflikt. Er hat auch ein gleichnamiges Buch, schon, ich glaube, 1998 verfasst, wo er vor den Gefahren der Überalterung gewarnt hat. Ich zitiere aus dem Klappentext eines seiner Bücher, Zitat, das ganze System funktioniert nicht mehr, wenn nicht bald etwas passiert. Die Renten werden sinken, die Gesundheit wird unbezahlbar. Die Gesellschaft droht, am Generationskonflikt zu zerreißen. Was tun? Fragezeichen. Alle Bereiche unseres Lebens werden von der demokratischen Revolution betroffen sein. Alte werden politisch mächtiger, ist eine Frage, aber sozial immer mehr verachtet. Grönemeyer hat wie kein zweiter die Vision einer Zeitbombe durch hochbetagte, schwerstpflegebedürftige und Demente ausgemalt. In seinem zusammen mit Rüdiger Lachmann, einem weiteren Soziologen, geschriebenen Buch, gerade 2009 herausgekommen, ist Altern eine Krankheit? Fragezeichen. Gibt er sich der utopischen Beschreibung des Jahres 2050 hin? Da haben dann alle hochaltrigen Menschen regelmäßig eine Art Gesundheitstüff zu absolvieren. Drohen sie dement zu werden, wenn ihnen ein sogenannter Suizidkit mit Anleitung zum Selbstmord staatlich verordnet. Davor bewahren kann uns laut Grönemeyer einzig ein völlig neues Gesellschaftsmodell, welches durch Verzicht, zum Beispiel Urlaub, Ausflug, Aktivitäten, Yoga-Stunde oder sowas Ähnliches wird da genannt, gekennzeichnet sein soll. Durchaus klingt an, dass Kranke nicht mehr Fürsorge in Anspruch nehmen dürfen, als auch die nachfolgenden Generationen erwarten können. Also Generationengerechtigkeit durchaus. Wir alle haben schon zu lange über unsere Verhältnisse gelebt. Das Lösungsmodell von Grönemeyer ist radikal simpel. Wieder Gottvertrauen haben, Verzicht üben und alle Bürgerinnen quasi zu ambulanten Laienhospizhelfer und Nachbarschaftshelfer für dementielle Kranke machen. Die Pflegebedürftigen sollen wieder mit Notons leben, ist ja nichts dagegen zu sagen. Die Dementen sollen nicht weggeschlossen und niemand soll als lästiger Ballast sich fühlen müssen. Grönemeyer warnt eindringlich vor der vermeintlich heute schon bestehenden Situation, dass die Gesellschaft dem Alten ins Ohr flüstert, wenn du nicht mehr kannst, dann brauchen wir dich nicht mehr. Laut Grönemeyer gibt es sich ein Beispiel zu nehmen an den Orden der katholischen Schwestern von Notre Dame. Für die, und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen abenteuerlich, wie ich finde, die für ihren außergewöhnlich hohen Altersdurchschnitt ohne kognitive Einbußen bekannt sein sollen. Zeichen einer Demenz würden bei ihnen angeblich erst nach dem Tod durch Obduktion ihrer Gehirne festgestellt, weil sie eben so gut da in der Gemeinschaft sich aufgehoben fühlen. Wir stellen uns eine betretene Frage, ob nicht doch irgendwas dran ist an diesem Horror-Szenario einer gottlos gewordenen Welt. Sollen wir nicht doch lieber diesen Damen und Herren, die Sie hier sehen, die Seniorenethik überlassen? Wären da nicht die Widersprüche und Paradoxien, die einem halbwegs vernunftbegabten Menschen schon in Verzweiflung treiben können? Grönemeyer plädiert für die Stärkung und Rückbesinnung auf die familiäre Selbsthilfe und Pflege zu Hause. Er wettert gegen eine entfesselte Medizin. Früher wäre niemand auf die Idee gekommen, auch nur einen Arzt zu rufen. Grönemeyer setzt stattdessen auf Selbstbeschränkung. Er selbst hoffe, dass er im Fall einer Krebserkrankung stark genug wäre, sich einer Behandlung zu verweigern, sagt er. Ganz aktuell zitiert, 6.11.2009. Und jetzt kommt das Paradox.
scheint völlig paradox, dass ich solche rückwärtsgewandten Mahner, die er besonders stark gegen die verbindliche Patientenverfügung zur Wehr gesetzt habe, und noch weiter sitzen. Denn bekanntlich kann man ja gerade mit dieser unerwünschte Intensivmedizin abwehren. Die Infragestellung des vorsorglich artikulierten Willens in einer Patientenverfügung tarnt sich oft mit Menschenfreundlichkeit und Sozialromantik. So gab auch Renate Künast, für uns oder für mich persönlich die größte Enttäuschung in der Gesetzgebung zur Patientenverfügung, sich als beharrliche Gegnerin des letztendlich verabschiedeten Stünker im Bus zu erkennen. Stattdessen plädierte sie für eine neue Ars Moriendi. Was hier unbenommen ist, aber es sollte eben allen in unserer Gesellschaft aufoktroyiert werden. Mit ihr stärkte als zweite Führungsposition der grüne Jürgen Trittin eine christlich-grüne Ablehnungsfront, weil ich wollte eine große Gruppe der Grünen ihm zuletzt nicht folgen, dankenswerterweise. Und stimmte, Sie wissen es, zusammen mit Sozialdemokraten, Freidemokraten und den Linken für den selbstbestimmungsorientierten Stünker. Entwurf, während die Union, also wir das alle zur Kenntnis genommen haben, nur eine einzige CSU-Abgeordnete aus Nürnberg dafür stimmte. Es ist ein großer Fortschritt, dass im Deutschen Bundestag am 18. Juni 2009 eine deutliche Mehrheit von 317 gegen 233 Stimmen bei 5 Enthaltungen dem Paternalismus und der Besserwisserei, was für uns gut oder schlecht sein soll, eine Absage erteilen. Ich komme zum Schluss, verspreche ich Ihnen, das ist das letzte Bild. Das ist das Bild von Frau M. Schließlich noch ein Exkurs aus unserer eigenen Praxis. Sie sehen hier Frau Gisela M. Jahr 1923, seit vielen Jahren Fördermitglied im HVG. Sie und ihr schwerstkranker Mann, der inzwischen mit Hilfe ärztlicher Suizidassistenz ohne Aufsehen zu Hause verstorben ist, hatten sich vor einigen Jahren an den HVG gewandt. Es ging mir eigentlich immer um eine Abfassung einer optimalen Patientenverfügung. Gisela M. ist, wie gesagt, jetzt verwitwet. Sie hat eine erhebliche Altersbeschwerden, Polyarthrose im Lendenwirbelbereich, eine neue Hüfte. Sie lebt mit einem Herzschrittmacher und mit starken Medikamenten in Herzinsuffizienz sowie mit einem Lungenemphysem. Also mehr oder weniger der Normalfall von Multimorbidität im Alter, ohne dass das lebensbedrohlich wäre. Ursprünglich war es ihr Wunsch, und wir haben sie mehrfach zu Hause besucht, es ihrem Mann gleich zu tun, sobald sie nicht mehr in der eigenen Wohnung verbleiben könnte. In gemeinsamen Gesprächen auch mit der einzigen Tochter, selbst erheblich erkrankt, zeigte diese Verständnis. Doch es kam anders. Nach einem weiteren Problem, nämlich einem Schlaganfall, dessen Spuren Sie hier in der Sicht deutlich erkennen, stimmte Frau M. schließlich doch der Übersiedlung in ein Pflegeheim zu. Diese Aufnahme hier ist bei unserem letzten Besuch vor einigen Wochen dort entstanden. Ganz wichtig ist für Frau M. die Gewissheit, dass ihre Patienten verfügen. Sie lehnt darin bereits heute alle lebensverlängernden Maßnahmen radikal ab, auch die künstliche Ernährung, jetzt anerkannt wird. Und wir sind froh, dass wir aufgrund des neuen Gesetzes diese Zusicherung hier leben können und nicht erst noch große Debatten mit Heimleitung, Ärzten und so weiter über die Rechtslage führen müssen. Kirchenvertreter und die oben genannten wertkonservativen Mahner haben sich hingegen vehement gegen solche Absicherungen ausgesprochen und wollen stattdessen die Suizidhilfeschöpfer gehandelt sehen. Aller möglichen Einsicht zum Trotz scheint doch hier der Groll gegen das Autonomiebestreben des modernen Menschen als ganz tief sitzendes Motiv sich bei ihm Bahn zu brechen. Ähnlich wie früher, als die Theologie noch hinsichtsbezogen war, werden auch heute wieder Ängste und Horrorvisionen gezielt geschürt. Hier dürften Aufklärung und Humanismus
ein neues Tediumsfeld finden.